Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. So, ich ziehe wieder ein paar Rennen an. Und zwar schauen wir doch gleich mal rein zu den Events bei Karriere. Und zwar würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die New Union, das dritte Rennen. Miami Rennen. Schauen wir doch mal rein. Drei Runden. Was dürfen wir für Auto nehmen? Gut, wir haben freie Auswahl, das ist schon mal schön. Das heißt, wir nehmen am besten gleich den Nissan wieder. Den haben wir übrigens ein bisschen getuned, also sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen neue Farben drauf geschmissen. Im Übrigen, das ist jetzt der Part der Veränderung. Also ich habe jetzt die Sound-Fails von den ersten Part ein bisschen angeglichen. Sie waren jetzt so schlimm, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, aber ich habe es jetzt trotzdem mal ein bisschen lauter gemacht. Mal schauen, ob es jetzt passt. Also jetzt soll es eigentlich so gut wie möglich gehen. Hoffentlich passt, weil ich nehme jetzt wieder mal zwei, drei Parts am Stück auf und dann soll es eigentlich klappen. Im Übrigen, ihr habt mir jetzt ein bisschen mehr über das Spiel informiert. Jetzt schauen wir uns mal die Vorschau wieder an. Miami ist eine schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Das ist Harrison Carter. Dieser Typ hat einen schlechten Ruf. Behalt ihn im Auge. Wird gemacht, Chef. So, das sollst du jetzt eigentlich gehört haben, also diese Vorrede, wenn alles glatt gegangen ist. Ich hoffe es zumindest mal. Zeigen, dass das beste Fahrerfeld der Welt in der WSR fährt. Ja gut. Weiß nicht, vielleicht soll ich den Typ auch komplett ausschalten, weil ab und zu nervt das Gelaber von dem doch schon ein bisschen. Aber jetzt lassen wir erstmal ein, die nächsten Parts. Mal schauen, wie es so ankommt. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier weit vorkommen. Übrigens, ihr habt das Spiel ein bisschen geübt. Gut durchs Feld. Aber, naja. Das dauert bestimmt, glaube ich, nur etwas länger, bis hier mal gut in dem Spiel wird. Weil es ist wirklich was komplett anderes als Need for Speed. In Need for Speed, ja, da bricht das Auto nicht so leicht aus. Da kann man mit 300 um eine Kurve rumfahren und das Auto bleibt standhaft. So ungefähr. Aber bei Grid 2 schaut es doch anders aus. Da bricht schon bei 50 Sachen um die Kurve aus. So, jetzt sind wir aber erstmal vorne. Gut, ja, und zum einen bei die Rennspiele. Also Need for Speed war ja genauso. Da habe ich in die ersten drei Paar. Alter, du. Das wollte jetzt ich sagen. Bei Need for Speed LP habe ich auch in die ersten drei Parts gar nicht so richtig gewusst, wie. Irgendwie ist gerade bei mir was kaputt. Fahren wir mal ganz weit zurück, bevor der Typ mich crasht, aber irgendwie ist da was kaputt gegangen, habe ich so im Gefühl. So, jetzt fahren wir hier weiter. Jetzt kommt der schon wieder. Nein, 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 nicht schon wieder. Nochmal zurück. Also anscheinend kann der Achse uns so abbrechen. Das heißt, da müssen wir jetzt mal aufpassen, dass er uns vielleicht nicht erwischt. Wir fahren. Was ist denn hier los? Oh Gott, es ist schon wieder irgendwas kaputt. Und nochmal zurückspulen. Jawohl, das ist doch schon wieder ein schöner Part. Aber der Typ erwischt uns jedes Mal. Nicht reinfahren, nicht reinfahren. Dankeschön. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Und jetzt hält der Typ an. Das ist natürlich wunderschön. Aber der andere, der macht extrem Terror. Wo ist denn der? Irgendwie links oder rechts neben mir. So, jetzt schieben wir uns hier erstmal auf Platz 2. Ja, wie gesagt, Need for Speed Let's Play von mir, da habe ich auch die ersten drei Parts richtig Fails gehabt, weil ich nicht gewusst habe, welche Strecke ich nehmen soll und so weiter. Und ja, bei Grid 2... Was mache ich denn? Jetzt habe ich fast keine Rewinds mehr. Und bei Grid 2 ist im Prinzip das gleiche, aber auch nicht gewusst. Der letzte Rewind. Gut, Lambo, du fährst halt wieder wie ein junger Gott. So, jetzt schauen wir, dass sie die Kurve vielleicht mal ordentlich hinkriegen. Vielleicht ein bisschen früher bremsen. Jawohl. Ja, genau. Es war ja hier auch mit die Face. Ich habe das eine Rennen, glaube ich, drei oder vier Mal gemacht. Also es war sinnlos, weil ich nicht gewusst habe, dass man da weiterschalten kann. Jetzt weiß ich es aber mittlerweile. Und jetzt sollte es eigentlich auch wieder alles halbwegs glatt laufen. So, jetzt habe ich aber leider keinen Rewind mehr. Das heißt, wir müssen jetzt so durchkommen. Ohne großartiges Malheur, ohne irgendwie großartig crashen, jetzt haben wir ein Problem. Na komm, geh weg da. Na, ich hab Zeit, ich hab zwei, drei Runden nur Zeit. Na gut, eine Runde habe ich nur Zeit, aber ich hab genug Zeit, um den Typ zu überholen. Und lieber bringe ich den zweiten Platz sicher nach Hause, als dass ich irgendwo in die Mauer knallen und das ganze Nummel starten kann. Du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Na, das ist doch schön. So, einmal hier rum. Ja, gut stabilisiert und jetzt vielleicht da an der Seite vorbeiziehen. Achte auf deine Kurvengeschwindigkeiten. Das war nicht gerade ideal. Ach, das hat schon passt. Ich glaube, ich werde den Typ aber echt ausschalten. Du kannst dir diesen Platz zurückholen. Der labert echt die ganze Zeit dazwischen. Ich werde jetzt mal die nächsten Parts anhören. Bisher war deine Fahrt blitzsauber. Und da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Typ ausstellen soll.
Aber wenn ich den ausstelle, dann kriege ich ja gar nichts von der Story mit. Also vielleicht mache ich ihn dann so leise, dass ihn eben nur ich höre. Und ja, jetzt ist euch halt dann, weil Story gibt es eigentlich hier keine. Es gibt halt eine World Racing Series. Und ja, die wollen halt irgendwie die besten Fahrer und das war's im Prinzip auch schon. Der zweite sitzt dir im Nacken. Verteidige ja, ich weiß. Deine Führung. Jetzt sollten wir aber jetzt bitte nicht den Mauer schieben. Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Und jawohl, erste. Puh, letzte Runde war noch ein bisschen flipprig. So, wir mal Errungenschaft ins Team freigeschalten. 3 Minuten haben wir braucht. Toller Sieg. Passt schon. Wenn wir New Union an Bord haben, ist uns das Interesse anderer Clubs sicher. Jawohl. Ja, weiter. Okay, da haben sie anscheinend gerade bei uns berichtet mit SMS und E-Mail. Wir sind im Fokus und da wollen wir genau hin. Also nicht im Ford-Fokus, sondern im Fokus von der Menschheit. So, Fans steigen natürlich wieder an. Ich schätze mal auf 15... Nee, wow. 21.750. Man, jetzt fahren sie aber die geraden Zahlen auf. Weiß gar nicht, bin ja gespannt, auf wie viele Fans wir kommen können. Wir haben inzwischen eine große Fangemeinde. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die WSR zu starten. Die Fahrer von New Union und die Pacers sind mit im Boot. Denkt deshalb daran, sobald die WSR beginnt, gelten die aktuellen Einladungen nicht mehr. Okay, dann gelten die nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt die Trans-American-Duels werden wir nur machen. Da haben wir nur 2 Stück. Da haben wir ein Miami-Duell. Also das heißt wieder Duelle. Gut, was nehmen wir denn? Nehmen wir den gelben mal. Bitte warten, der ist zwar nicht gelb, weil der genauso weiß ist wie die anderen. Also ich werde wahrscheinlich immer, wenn ich mal Lust habe, werde ich vielleicht mal ein paar Autos tunen, weil die schauen jetzt halt alle gleich aus. Keine Ahnung. Vor allem, wenn die guten Autos halt einmal kommen, als die Königsegg und was alles dabei ist, da wird halt dann das Tuning wahrscheinlich schon ein bisschen großartiger ausfallen. Aber so bei den ersten Autos, weiß nicht, die werden wir wahrscheinlich bald eh links liegen lassen, weil eben dann die guten Autos bald kommen. Gibt ja 70 Autos im Rennen. Die Kurvenausgänge gut erwischen. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden. Okay, gut aus den Kurven kommen. Und unser Gegner fährt gleich Auto wie wir, das heißt gleiche Regeln. Wir sind Spezialisten im 1 gegen 1. Ich muss dich warnen. Kontakt ist erlaubt. Ich würde es zwar nicht empfehlen, aber sei darauf gefasst. Oh, weit, weit außen gedriftet, wir sind nur auf 1. Er sagt, wir waren fast auf 1. So, und jetzt hier. Oh Gott. Wuhu, da geht's schon wieder rund. So, jetzt eine lange Gerade. Okay, also wenn wir hier gut aus der Kurve rauskommen, dann nehmen wir hier genug Schwung mit. Das hat er also gemeint. Schön drum gekommen, schön. Ja, im Prinzip die Strecke sind wir eigentlich. Ja, wir sind zwar in Miami gefahren, aber nicht die gleiche Strecke. Also ist schon ein kleiner Unterschied. So, und jetzt schauen wir, dass wir vor dem jetzt bleiben können. Eine Runde geht's ja nur das Duell. Oh nein, 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 nein. Der war nicht gut. Aber wir sind nur irgendwie auf 1 und ich fahre gerade wieder so schlecht. Oh, der kommt mit viel Speed, aber jetzt machen wir erstmal die Lücke hier zu und drängen den schön ab. Gut gewonnen. War doch zum Schluss noch ein bisschen klappen, aber passt schon. So, und ab ins Halbfinale. Was ist denn alles dabei? Ein Dodge, eine Chevrolet ist auch schon dabei. Wird auf jeden Fall interessant werden. Also, wie 70 Autos gibt es, 80 Strecken. Ja, da kommt einiges auf uns zu. Soll ein 100-Part, also ein 100% Let's Play werden, damit ihr alles seht. Das heißt, es wird doch eine längere Zeit dauern. Gehe mal stark davon aus. Und ich lasse mal dafür Zeit, weil es gibt ja Let's Player, die hauen die Parts einfach nur so raus. Also, die hauen am ersten. Schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Die hauen eben am ersten Tag, sobald das Spiel draußen ist, hauen die 3-4 Parts raus, einfach lieblos rausknallt. Keine Ahnung, ist nicht so sinnvoll, finde ich. Ich lasse mir da eher ein bisschen mehr Zeit und natürlich wir am ersten Tag, sobald es rauskommt, ein Part raushauen. Aber das reicht mir dann noch scheiße. Ich muss jetzt keine 10 Parts raushauen. Und der macht uns doch gerade ganz schön zu schaffen. Jetzt lassen wir uns erstmal ein bisschen zurückfallen. Jetzt holen wir uns vielleicht ganz gut auf. Nee, boah, der zieht ab. Schlecht. Okay, das könnte ein enges Rennen werden. Wow, voll die Breitseite erwischt, aber egal. Und die Bildfehler sieht man die eigentlich im Video. Also, wenn ihr irgendeine Berührung habt, dann kommen bei mir so lila Striche.
Wir haben den anscheinend geschrottet. Auf jeden Fall bleibt der jetzt stehen. Wir haben massig Vorsprung. Gut, das Rennen haben wir gewonnen. Anscheinend haben wir uns so demoliert, dass er nicht mehr weiterfahren kann, richtig. Aber sollten wir nur noch ins Ziel kommen, das wäre schon mal von Vorteil. Aber unser Auto schaut auch nochmal egal, ideal aus, aber egal, jetzt haben wir es erstmal geschafft. Aber die Stimme nervt doch schon ein bisschen. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich im nächsten Part wieder ein bisschen runterdrehen. Du hast wirklich geglänzt heute. Platz 1. Oh, hier ein Ford Mustang müssen wir im letzten Rennen. Ja, das wird interessant. So, Club Siege 8, ja, passt schon. Ja, die ganzen, die Lade, und vor allem, wenn ich auch nicht aufnehmen würde, also die Ladebildschirme, die lecken immer ein bisschen, egal, ob ich aufnehme oder ob ich nicht aufnehme. Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Okay, ich stelle die Sprache im nächsten Part wieder aus. Dann bricht das Heck aus. Fahr einfach so, wie das Auto es will. Dann landest du ganz vorne. Okay, jetzt wollte ich wegdrängen, das hat aber leider nicht funktioniert, wie ihr gesehen habt. Oh Gott, ja, machen wir schnell Rewind. Weil irgendwie, sobald ich da irgendwo gegenfahre, ist das Auto wirklich ein bisschen schlechter. So. Gut, hier können wir weiterfahren, direkt nach dem Start im Prinzip. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Rennen vielleicht doch nur gewinnen können im Finale. Gibt's hier ein paar Fans, gibt's wieder vielleicht ein neues Auto. So, und jetzt, oh Gott, oh Gott. Oh, da war der gut im Weg, aber wir sind gut vorbeikommen. So, der Gegner ist ein bisschen weit weg, aber der wird bestimmt zum Schluss ordentlich Dampf machen. Hier rum, jawohl, schön rumgekommen. Und hier knacken gerade meine Boxen wie sonst was. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Ich gehe mal davon aus, dass man es nicht hört. Aber es nervt auf jeden Fall. Jetzt habe ich sie gerade mal ausgeschaltet. Ich hoffe, mich hört man jetzt nur. Ich gehe mal davon aus, schon. Wenn nicht, dann wird es ein Fail-Part. Oh Gott, ist jetzt hier irgendwie rum. Oh, der kommt mit viel Speed, der kommt mit viel Speed. Mach die Lücke zu, mach die Lücke zu. Jawohl. Gut gemacht, da haben wir das auch wieder mal geschafft. So, 12 Minuten ist der Part schalt. Wir haben jetzt schon zwei Events geschafft. Das ist schon mal was Schönes. Du hast die Pacers gerade auf Anhieb in ihrem Parade-Event besiegt. Das können nicht viele von sie. Ja, ist schön. Auf jeden Fall werden wir den Sound jetzt ausmachen von der Sprache. Weil so großartig sagt er eh nichts. Und wenn ich was hören will, dann... Ja, die sagen nichts. Das ist das Problem. So, Fans steigen natürlich auch mal wieder an. Und hoch damit. Wo geht's hin? 25, ne, 24, 250. Oh, jetzt wird's aber sehr genau. Egal. Darauf haben wir hingearbeitet. Die erste World Series Racing kann beginnen. Beweisen wir den US-Clubs, dass es richtig war, sich uns anzuschließen. So, jetzt machen wir es aber mal live im Video, Audio, Sprache, tun wir mal runter bis auf 40. Ein bisschen was will ich dann doch hören. So, und jetzt Rennen haben wir voll. Die haben wir hier auch alle gemacht. Testfahrt, Promo. Das haben wir gemacht. War das da vielleicht noch was anderes? Ne, da ist nichts mehr. Von die Challenge haben wir es gemacht. Gut, dann müssen wir nur das eine Event machen. Dann können wir die World Series Racing League anfangen. Gut, was nehmen wir diesmal? Diesmal nehmen wir wieder den Ford Mustang. Hat man nicht in dem Part. Ja, ich versuche halt so gut wie möglich Abwechslung reinzubringen. Natürlich, wenn die guten Autos mal da sind, dann wird es auf jeden Fall nur eine Stufe lustiger. 111 Meter, der längste Drift, ist doch mal eine schöne Zahl. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich schon richtig gemacht? Ja, habe ich schon. Gut, jetzt habe ich gerade einen Schreck, weil das war eigentlich das Rennen, was wir im zweiten und im dritten Part drei oder vier Mal insgesamt gemacht haben. So, und jetzt... Okay, ich merke, dass ich die Sprache nur ein bisschen runterstellen muss bis zum nächsten Part. Weil der labert mir doch noch ein bisschen zu laut ins Ohr, ne? So, und jetzt haben wir hier rum. Ja, die Strecke kennen wir ja mittlerweile. Die hat ja auch die schöne letzte Kurve, wo man... Oh, nein, 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 nein. Ja, aber im nächsten Part werde ich dann mal ansprechen, was ich so von Grid 2 bis jetzt halt. Und vor allem, ich habe mir mal ein Review angeschaut, also... Ja, Reviews sollte ja die meisten was sagen. Eben so ein Rückding, Blende, was... Weil es gibt ja schon einige Leute, die haben Grid 2 schon komplett durchgespielt, haben dazu ihre Meinung abgeben. Und ja, da habe ich mal was angeschaut und da werde ich mal dann ein bisschen drüber reden, weil ich kann mit der Grid-Serie bis jetzt absolut noch nichts anfangen und ich fahre hier wieder letzte Deppsche wieder.
So, jetzt schauen wir, dass wir die Kurve vielleicht ein bisschen besser hinbringen. Nein. Jawohl, ein bisschen von Gas gehen, da klappt es doch einwandfrei. So, der Typ von hinten macht ein bisschen Terror. Von dem lassen wir uns aber jetzt mal nicht beirren. Gut, schön gegen Sonnenaufgang fahren. Oh, verpiss dich. Im Übrigen, ich versuche ihm die Parts ungefähr 20 Minuten lang zu machen, also 18 bis 20 Minuten ist so mein Ziel. Kommt halt davon, wie weit ich im Rennen drinstecke und so, aber bei Part 2 ist ja 26 Minuten lang geworden, der war vielleicht ein bisschen zu lang, aber keine Ahnung. Das sind eben die Anfangparts, die sind immer nur ein bisschen failig und ich merke gerade, dass es hier ewig dauert, das Rennen. So, letzte Kurve wieder optimal erwischt und erster, jawohl. So, Runde 1 geschafft. Jetzt kommt das Halbfinale. Erster Platz. Besser geht's. Was ist denn alles dabei? Irgendwas Besonderes? Nee, gar nichts. Neues Auto wäre vielleicht mal angedacht. Aber hier, ihr seht es ja im Ladebildschirm, der leckt ab und zu. Also, die Schrift läuft nicht flüssig, aber es ist egal, ob ich aufnehme oder ob ich nicht aufnehme. Es leckt immer. Keine Ahnung warum, aber im Spiel läuft es flüssig. Also, das Spiel läuft wirklich absolut flüssig. Das ist schön. Jetzt schauen wir, dass wir den vielleicht auch noch versägen. Wow. Der schiebt uns mal. Wow. Ich würde sagen, kurz Zurückblende. So, bis hierhin. Und jetzt fahren wir vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja die ganze Strecke Zeit, den niederzumachen. Und deswegen müssen wir nicht auch am Anfang an da eben schauen, dass man vorbeikommen soll. Mir irritiert jetzt gerade die Anzeige und zwar links bei der Karte. Also da seht ihr ja die Karte und außenrum bahnt sich so ein roter Strich seinen Weg. Fragen wir gerade, was der rote Strich bedeutet. Das ist die Streckendauer, wie weit wir schon sind auf der Strecke, werden wir zum Schluss sehen. Weil wenn wir im Ziel sein sollten und der ist voll, dann weiß er, dass es Streckendauer ist. Jetzt darf ich mich nur nicht hier unterkriegen lassen, weil das macht doch ordentlich Druck. Bleib mal da, Kollege. Jetzt müssen wir da wieder rankommen. Oh, nicht so hart bremsen. Aua, der war hart. Ein bisschen zurück. So, jetzt schon mal. Oh nein, der war zu spät. Egal, den können wir nur retten. Ja, den retten wir noch. Gut gemacht. Wir sind wieder ein bisschen näher hinkommen, aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir nur vorbeikommen. Gegen Felix Wilson heißt der gegnerische Fahrer. So, jetzt gegen den Zornaufgang wieder, schaut schön aus. Auto hört sich auch nochmal so schön an. Nein! Wie jetzt, ich kann nicht mal Rückblende machen. Doch, ich kann eine machen, gut. Hätte schon gedacht, ich kann jetzt hier keine Rückblende machen. Gut, jetzt schauen wir, dass wir nicht hier die Felsen anfahren. Aber wenn wir schön abfliegen können. Nein. Nicht schon wieder. Stell mich gerade echt dumm an. Irgendwie bis jetzt liegt mir das Spiel noch nicht so richtig. So, jetzt sind wir aber nah dran. Der rote Strich ist auch fast voll. Also ich glaube echt, dass es mit der Streckenlänge zu tun hat. Weil da vorne kommt jetzt leider das Ziel. Jetzt müssen wir wieder auf die letzte Kurve hoffen. Die letzte Kurve wird es wieder in sich haben, hoffe ich. Mit vollem Risiko. Jawohl, innen vorbei. Also da fehlen die CPUs richtig und geschafft. Jetzt habe ich nicht auf den roten Strich geschaut. Egal, kann ich mir noch später im Video anschauen. So, das nächste Rennen machen wir nur. Dann würde ich sagen, Bernie den Part auch diesmal. Okay, wir müssen dann gegen einen Nissan Silvia. Interessant. Längster Drift, 52 Meter. 152 Meter, okay. Ja, Errungenschaften gibt es ja 50 Stück in Steam. Ja, die, was du die ganze Zeit rechts unten seht. Mal schauen, ob wir da alle schaffen. Ich glaube zwar nicht, weil irgendwie muss er dann halbwegs Rekorde aufstellen und ich glaube kaum, dass er es schaffen wird. So, den kleben wir jetzt gerade voll im Heck drin. Und links vorbei. Jawohl, wunderschön. Gut, ja, wie gesagt, im nächsten Part werde ich dann eben so mal meine Meinung zu Grid 2 äußern, was ich bis jetzt gesehen habe. Hat ja schon einiges an Spielzeit, glaube 3 Stunden habe ich jetzt dann fast drauf. Ja, ein bisschen privat habe ich natürlich auch schon gespielt, die ganzen Testrennen. Das Infovideo habt ihr ja gesehen auf dem Indianapolis Speedway, Mann, Sprachfehler. Gut, oh, der war wieder nicht gut. Nein. Boah, gerade nur gerettet, aber den kriegt man leider nicht mehr rum. So,
So, mach mal Rückblende rein. Okay, bis hier müsst rein. Auto ist ja nicht so stark beschädigt. Ja, wir liegen wieder nur auf Platz 2. Warum bremst denn der da? Nochmal zurückspulen. Warum bremst denn der Kollege das? So, jetzt schauen wir, dass wir innen vorbeikommen. Also die Gegner wegdrücken ist ja eigentlich so gut wie unmöglich, oder? Die haben echt die Linie, die sind wie auf der Schiene und so gut wie unmöglich, dass man sie wegdrücken kann. Aber wir fliegen ab wie sonst was. So, jetzt mal so, also vielleicht hier nur irgendwie vorbeikommen. Ja, gegen einen Sonnenaufgang wieder. Komm, zieh halt vorbei. Jawohl, schön vorbeigesetzt und jetzt haben wir den guten Bruno. Und schauen wir mal, dass wir vorne bleiben können. So, jetzt geht's hier nur in den Wald rein, durch die Nebelschwaden. Jetzt kommt die letzte Kurve dann wieder, jawohl. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Der ist direkt hinter uns, aber egal, wir gewinnen's, jawohl. Event geschafft, Vollgas. Die neue Errungenschaft. So, weg damit. Erster Platz. Super. Ja, das schön. Für Aufmerksamkeit bei den Pacers sorgen. So, und jetzt müsste eigentlich nur irgendwie was Neues kommen, oder? Schauen wir mal kurz drauf. Weil jetzt haben wir die ganze zweite Serie auch abgeschlossen. Fans steigen natürlich auch wieder an. Vielleicht kriegen wir jetzt mal wieder eine runde Zahl. 6.000, 26.000, 750, sehr rund. Gut, jetzt schauen wir weiter, was kommt denn jetzt noch? Dein Newsfeed lässt darauf schließen, dass die erste WSR-Saison das heißeste Event des Jahres wird. Mehr Fans können nichts. Okay, gut, dann würde ich sagen, nächstes Part sehen wir daneben die WSR. Da können wir jetzt dann teilnehmen, wir haben hier alles abgeschlossen. Schauen wir nochmal kurz so, hier sind wir erste, hier sind wir über erste. Testfahrten brauchen wir nicht machen. Challenges sind keine verfügbar, das haben wir auch geschafft. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es an die World Series Racing Tour. Dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt erstmal, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.